Es ging einmal ein Mädchen mit seiner Mutter hinaus, um Beeren für seinen Vater zu sammeln, der schwer arbeitete. Doch der Wald war erfüllt von dunkler, kalter Stille. Die Beerenbüsche leer. Fest entschlossen, Beeren zu finden, riss sich das Kind von der Mutter los und verschwand zwischen den Bäumen. Die besorgten Rufe der Mutter verhallten schnell, als es über Stock und Stein immer tiefer in den Wald rannte. Etwas schien das Mädchen zu beobachten. Es erinnerte sich an die Gruselgeschichten seiner Mutter und Schauder liefen ihm über den Rücken. Da erschien der Fledermauskönig. Er grüßte sie herzlich und biss sich in den Flügel. »Komm, Kind, stille deinen Durst«, sagte er. Und so trank sie das dunkle, klebrige Blut und lächelte zufrieden. Ihr Weg führte sie durch einen Friedhof, als ein Sturm aufzog und die Luft zu Eis erstarren ließ. Das Kind fror in seinen dünnen Kleidern. Da erschien ein finsterer Weber, der ihr im Handumdrehen aus Nebel ein wunderschönes Kleid strickte. »Komm, Kind, wärme dich«, drängte er. So zog sie das Kleid über und lächelte zufrieden. In der Hoffnung, ein Boot würde sie nach Hause tragen, überquerte sie eine tiefe, unheilvolle See. Doch ihr schrecklicher Hunger beraubte sie all ihrer Kraft. Da erschien der Fischkönig und bot ihr eine seiner Schuppen an. »Komm, Kind, iss nur«. Und so aß sie und lächelte ein weiteres Mal. Sie ging weiter und erreichte bald das finstere Herz des Waldes. Da erschien ein eisernes Ross mit einem prächtigen, goldenen Zahnrad. Die Kreatur schwieg still, als das Kind sich näherte und sich nahm, was es für ein weiteres Geschenk hielt. Das Pferd wurde wütend und rief die anderen Monster herbei. Das Mädchen erstarrte vor Angst, als sich ein Sturm über den Kreaturen erhob. Plötzlich erschien eine Hexe, finster und stolz. »Wir waren gütig, doch du wurdest gierig«, fauchte sie. »Nun gib, was uns zusteht.« Und so sperrte sie das Kind in einen Spiegel. Da. Sie schläft. Muss es so was Gruseliges sein? Sie ist erst 6 Monate alt. Die Frau im Laden meinte, es sei traditionell. Ein Volksmärchen. Und Rose scheint es nichts auszumachen. Weil sie es nicht versteht, zum Glück. Wir sind hergezogen, damit sie ohne all das aufwächst, weißt du noch? Ja, ich kann mich erinnern. Du bist einfach paranoid. Vergiss es. Tut mir leid. Aber ich bin nicht paranoid. Nur vorsichtig. Gut. Dann bring deine Tochter vorsichtig ins Bett. Ich mache uns Essen. Alles gut, Rose. Deine Mama will sich nicht erinnern. Ich versteh's ja. Hast du was gesagt? Nichts. Ich bring sie ins Bett. Ich hab's ja gesagt. Dieses Buch ist noch nichts für dich. Was da, meine Kleine? Da wären wir, Süße. Keine Sorge. Ich bin ganz in der Nähe. Papa lässt nicht zu, dass die bösen Monster dir was tun.
Schläft sie? Ja, sie schläft wie ein Baby. Ah. Riecht gut. Was gibt's denn? Hey, Finger weg. Das ist Chorba de Legume, ein regionales Gericht. Wow, du lebst dich richtig gut ein, hä? Und regionaler Wein. Aber bei deiner Laune solltest du vielleicht besser drauf verzichten. Du musst wirklich aufhören, dich zu sorgen. Naja, das in Louisiana, die Schwangerschaft, der Umzug dann Chris, die Militärausbildung, es ging alles viel zu schnell. Na, immerhin sind wir alle hier. Du, ich, Rose, jetzt wird schon alles wieder... Ernsthaft? Du denkst, wir können Louisiana einfach vergessen? Das ist schon so lange her. Ich verstehe einfach nicht, wieso du so... Mia, runter! Mia! Mia, oh Gott! Chris, was zum Teufel? Tut mir leid, Ethan. Nein! Was? Warum? Los, Bewegung! Sauber! Rose, was macht ihr mit meiner Tochter? Objekt gesichert, Sir. Bringt ihn weg. Nimm die Finger weg von ihr! Ethan, lass los. Rose. Schafft ihn heraus. Hallo? Hallo, Mr. Winters. Rose Testergebnisse sind da und ich würde sie gern mit Ihnen besprechen. Passt es am Donnerstag um 4? Das passt. Bis dann. Die Ärztin hat die Ergebnisse. Hey, denk positiv. Hatten wir doch besprochen. Ich weiß. Wir sprechen kaum über was anderes. Zum 100. Mal. Es ist nicht Rose, um die ich mich sorge. Worum sorgst du dich denn dann? Mia, mit ihr ist alles in Ordnung. Das weiß ich einfach. Darum geht's doch. Nein, um uns geht es. Um dich geht es. Du willst einfach... Mia, was redest du denn da? Verheimlichst du mir irgendwas? Komm schon, red mit mir. Mist. Da muss ich rangehen. Wovon reden Sie? Wo ist Chris Redfield? Und Rose? Sie ist da. Das ist ein sicherer Kanal. Oh, fuck. Scheiße, was ist passiert?
Passiert.
Wo zum Teufel bin ich?